Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zur zweiten Staffel von The Long Dark. Ja, nach ewig langer Zeit muss ich dieses Spiel einfach mal wieder spielen. Es hat so viele Neuerungen gegeben bisher und ja, da freue ich mich jetzt gemeinsam mit euch drauf, diese Neuerungen gleich mal anzuschauen. Und wow, sieht das schön aus gerade, dieser Ausblick auf diese kleine Jagdhütte hier mitten im verschneiten Wald, irgendwo im nördlichen Kanada. Wir wissen es nicht genau, wo es ist, aber naja, gut. Ich möchte euch die Neuerung mal kurz zeigen, also die wir jetzt alle haben seit der letzten Staffel. Also beziehungsweise die erste Staffel war ja eigentlich schon vorbei. Dann kam die zweite, aber die war nicht so wirklich richtig, weil, naja, ich bin sehr schnell gestorben. Also habe ich daraus ein paar Zusatzfolgen gemacht, jetzt disappeared das Ding schon wieder. Und ja, Story-Modus immer noch nicht verfügbar. Sandbox kann man jetzt wiederum weiterspielen als Pilger, Reisender, Schleicher oder Eindringling tatsächlich. Das ist ein neuer Schwierigkeitsgrad, der brutal ist, aber naja, habe ich nicht so die Lust drauf. Keine Sorge, wir starten das noch nicht so. Ich wollte euch nur zeigen, welche Maps neu sind. Da haben wir zum einen das ganz neue trostlose Marschland. Für fortgeschrittene Spieler ein frostiges Sumpfgebiet, das von Eisenbahnschienen entzweit geteilt ist. Dünnes Eis und ständiger Wind machen dieses Gebiet hochgefährlich, grenzt an den Rätselsee. Dann gibt es noch den Wolfsberg, da kann man so hochklettern. Das idyllische Tal hatten wir. Der Ort der Trostlosigkeit, den habe ich selber schon gespielt. Auch den Timberwolf Mountain hier. Ja, aber so richtig weit gekommen bin ich da nicht. Also zumindest hier nicht. Da konnte man irgendwie nie richtig hochklettern. Ganz komisch. Und ja, eben der Ort der Trostlosigkeit gibt wirklich nicht viel Ressourcen her. Also. Es gibt halt so ein verlassenes Lagerhaus am Hafen, aber ja gut, und den Leuchtturm, den man da sieht, aber sonst gibt es ein, zwei Höhlen und ja, das war's eigentlich. Also es ist eigentlich wirklich der Ort der Trostlosigkeit, den Namen trägt er auf jeden Fall zurecht. So, aber bevor ich euch hier mit der normalen Sandbox nerv, die wir vorher schon gespielt haben, auf ganz leicht, ich möchte eine Herausforderung machen. Und nicht irgendeine. Moment, das haben wir gleich. So, dann gibt es hoffnungsloser Rettungsversuch, Gejagt Teil 1 und 2, Schneesturm und Nomade. Ja, und ich habe mich jetzt tatsächlich für den unfassbar schwierigen, aber auch, wie soll ich das sagen, spannend klingenden Schneesturm entschieden. Ein gewaltiger Schneesturm steht bevor. Wirst du auf seine Ankunft vorbereitet sein? Der Sturm kommt in 30 Tagen an. Horte genug Essen, Wasser und Vorräte in der Quonset-Garage an der Küstenstraße, bevor er beginnt. Das haben wir bisher immer schon gemacht. Das Problem ist nur, dieses Mal kommt eben genau dieser Sturm. Ich hoffe, der wird vorher noch angekündigt und ja, die Einstellungen können sich ändern, aber naja, steht ja unten irgendwie von wegen Alpha und so. Naja, okay, gut. An dem Spiel hat sich ein bisschen was verändert. Ich hoffe, ich finde mich noch zurecht und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei The Long Dark. So, wen nehmen wir? Den guten alten Charakter, den wir vorher immer genommen haben. Richtig, die Frau. Challenge 38, wieso ausgerechnet dieser Name? Wie könnte ich diese Herausforderung denn jetzt nennen? Todeschallenge. Oder Todeskommando klingt doch geil. Das kann man nehmen. Ja, finde ich in Ordnung. So. So, du hast von einem bevorstehenden Schneesturm erfahren. Kannst du genug Vorräte horten, bevor er beginnt? Und eben in 30 Tagen müssen wir in dieser Garage genug Vorräte gehortet haben, um zu überleben. Und ich weiß, glaube ich, auch schon, welche Garage das ist. Da bin ich nämlich selber schon immer gewesen. Allerdings dieses Mal mit der Gameplay-Mechanik zusammen. Und jetzt würde ich erstmal vorschlagen, wir durchsuchen die. Okay, cool. Hier ist alles schon mal leer. Alles leergeräumt, keine versteckten Sachen. Und Kiste. Ah ja, okay. Wir haben kein Werkzeug, aber die Kiste kann man höchstens zerlegen. Also ist da auch nichts drin. Ja, hier ist definitiv in keiner einzigen Schublade oder so irgendwas drin. Alles komplett leer. Ja, und wir müssen jetzt irgendwie. Ah, in dem Spind ist noch irgendwas. Aber wir haben natürlich kein Werkzeug. Also müssen wir erstmal gucken. Ja, in den ganzen Sachen hier ist auch nichts. Ja, dann müssen wir außerhalb der Tankstelle jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwelche Grundnahrungsmittel zusammenkriegen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir in irgendeine Richtung gehen. Um ehrlich zu sein, würde ich am liebsten jetzt mal nach links gehen.
Und dann fängt es eigentlich schon an, dass wir uns umschauen. Also einen wirklichen Schwierigkeitsgrad konnte ich hier nicht betrachten gerade. Kofferraum ist scheinbar nicht unbedingt zu. Gewehrpatrone, nice. Okay, das muss man mit der Maus erledigen. Ich habe es gerade irgendwie mit E oder Leertaste oder Enter versucht. Geht nicht. Gut, im Auto selber dürfte dann auch noch irgendwo was rumliegen. Vielleicht hier auf der Rückbank. Tatsächlich nicht. Oh, wir sind vor dem Wind geschützt hier im Auto. Ja, offensichtlich. Aber der Wind scheint auch ganz schön böse zu sein. Zu dieser Jahreszeit. So, im Handschuhfach brauchbare Rennfahrhandschuhe. Energieriegel. Ja, ich werde später zwischen den Parts immer auskundschaften, was gut ist und werde die Sachen wegtun, die unnötig sind. Wenn ihr das unbedingt zu sehen wünscht, dann wird das ab einem bestimmten Part auch zu sehen sein, wie ich das alles quasi aussortiere. Aber ich glaube nicht, dass da der Wunsch so groß ist. Was haben wir denn hier Schönes? Liegen irgendwelche Sachen? Ja, wenn nichts dagegen spricht, dann sprinten wir erstmal ein bisschen. Oh, hier liegt irgendwas. Ich dachte, das wäre eine Leiche. Ja, eigentlich sehr cool, dass man hier eigentlich keine richtige HUD hat. Also HUD hat. Dadurch ist man nämlich so ein kleines bisschen isoliert. Und da oben auf dem Berg ist auch schon ein kleines Häuschen. Unsere Protagonistin fängt gerade an, hier zu frieren. Jetzt verhaspel ich mich schon, weil ich die ganze Zeit immer dachte, die redet im Hintergrund. Ich wollte da nicht so reinquatschen, aber am Ende hat sich doch ergeben, dass es am Dings liegt. Dass es nur so bibbernde Friergeräusche sind. Ja, in den Wohnungen ist es eigentlich immer am besten. So, erstmal schön alles looten und mitnehmen. So, Gewehrpatronen häufen sich mittlerweile. Das ist eine gute Sache. Wir müssen erstmal gucken, was wir alles gebrauchen können. Wir können ja nicht jeden Scheiß horten. Wobei, wir haben wiederum sehr viel Platz, da wir ja sowieso überhaupt nichts da drin haben. Aber gerade Kleidung mitzunehmen ist immer eine schwierige Sache. Eigentlich müsste man hier auch irgendwie reinkommen. Und eigentlich bräuchten wir auch irgendwas. Also wirklich irgendwas, womit wir die Kleidung vorher aussortieren können. Weil so viel kann man jetzt nicht unbedingt immer schleppen. So, mal gucken, was der Kühlschrank hergibt. Eine Limo. Habe ich auch hier gerade stehen. Lecker, lecker. Ah, geschmackloses Reh, roh. Sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen braten später? So, ich habe mich noch an meine alten Survival-Künste erinnert. Ach, die Lampe, das haben sie jetzt... Ja, das haben die verbessert. Schöne Hand. Also die Animation, meine ich. Na, zünden wir das Ding mal an. Gucken, wie lange das gut geht. So, im Kleiderschrank. Ja, finden wir Klamotten, ist ja klar. Aber dass es nicht so viele sind, ist ehrlich gerade ein bisschen blöd. So, der Ofen lässt leer. Hier muss es doch noch irgendwas Nützliches geben. Was ich auch immer dumm finde, ist, dass es so lange dauert mit dem Looten. Also das gefällt mir bei The Witcher 3 auf jeden Fall besser. So, nochmal reingucken. Die Ruhe vor dem Sturm also. Ja, das kann man eigentlich fast schon so sagen. Und natürlich freut sich keiner darauf, wenn uns die ersten Viecher angreifen. Also irgendwelche Wölfe oder Bären oder was es jetzt sonst noch geben mag. So, wir müssen auch gleich dringend nochmal nach oben schauen. Ist auf jeden Fall schon mal gut, dieses Haus gefunden zu haben. Sonst hätten wir das später irgendwann nochmal nachgucken müssen. So, in dem Regal nichts mehr gerade. Ein Dosenöffner. Hey, der liegt da oben irgendwo drauf. Da kann ich ganz gut gebrauchen. Nein, ich will nicht das Regal zerstören. Ja, jetzt geht's wieder. Komisch, komisch. Seltsam, seltsam. Ist in der Mikrowelle irgendwas? Nein. Ja, das wird in jedem Haus so sein mit dem Looten. Da kann man leider nicht immer viele besondere Sachen zu sagen, aber naja. Wenigstens kann man etwas sagen. Und ich werde das Licht löschen, sobald ich kann, aber momentan benötigen wir es ja noch, weil es hier sehr dunkel drin ist. Ich habe es eigentlich recht hell gestellt, tatsächlich. Vorher war es arschdunkel. Jetzt geht es schon einigermaßen. Da liegt noch so ein Buch, das kann man ganz gut verheizen. Aber irgendwelche Schränke auseinanderhacken, da habe ich wirklich keine Lust drauf. Das kostet zu viele Ressourcen und bringt nicht wirklich viel. So, hier oben. Ja, ist vielleicht auch noch was drin. Auch so ein komisches Halbzimmer hier. Thermojeans. Also hier so noch so eine Einbuchtung irgendwie, ganz komisch. Ich kenne kein Haus, das so gebaut ist, aber naja. Wird ja irgendeinen Grund haben.
So. Wollpullover. Ja, wir sortieren gleich erstmal aus, würde ich sagen. Nobody needs this anymore. Hey, ein Messer. So, dann können wir uns auch schon mal wehren, wenn irgendwas kommt. Ich freue mich übrigens richtig auf den Story-Mode, den die angekündigt haben. Also, da hat mich wirklich der Hype schon wieder so ein bisschen gezogen. Ja, keine Medizin, aber aus der Toilette können wir Wasser ausschöpfen. Das nehme ich immer gerne mit. Ist zwar nicht das beste Wasser, aber es gilt in dem Spiel als ganz normales Trinkwasser und das ist ein Vorteil. So. Ja, erstes Haus geplündert. Und jetzt sollten wir weiterziehen, würde ich sagen. So, hier ist alles fertig. Ja. Brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Oh, dieses Geräusch, das kenne ich noch aus Rayman 2. Immerhin diese Viecher in den Käfigen. Und falls ihr jetzt beide Spiele kennt, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Brennstoff 0,71 Liter. Ja, jetzt ist es gerade ein bisschen am Hakeln gewesen. Ich sehe gerade, die hat nichts an der Hände. Wir sollten vielleicht mal Handschuhe anlegen. Hä? Moment mal. Wir haben Handschuhe an, aber die sind nicht zu sehen. Oder vertue ich mich jetzt gerade irgendwie? Die sind doch rot. Also rötlich zumindest. Boah, ist alles im Arsch, die ganze Kleidung. Ja, toll. Ja, ich würde das jetzt am liebsten nicht hier draußen durchgucken, was besser ist. Sondern das später auseinander dividieren. Ja, wenn so ein Schneesturm auf einen zukommt, dann wird das manchmal schon ganz schön, ne? Ganz schön übel draußen. Und auch die Performance geht dann ein bisschen in den Keller. Und hier so runter zu rennen, war jetzt auch nicht gerade die beste Idee. Aber naja, was soll ich machen, meine Freunde? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal hier von der Küstenstraße wegzukommen. Da werden aber noch ein paar Häuser kommen vorher. Ah, Beste. Erstmal was trinken. Genau. Weißt du, unten links wird einem das Symbol angezeigt, dass man hier vor Wind geschützt ist. Das glaube ich zwar nicht, aber es kann nicht schaden, ein bisschen zu rennen. Sich körperlich zu betätigen bei einer gewissen Kälte, das kann schon ganz nützlich sein. Und ganz ehrlich, mit einem Auto würde ich hier auch nicht lang fahren wollen. Ich meine, über die ganzen Schneeberge hier, die da schon fast auf der Straße quasi komplett drüber sind. Ja. Ich werde ganz taub. Hey, cool, es ist mittlerweile alles auf Deutsch. Auch so kleine Details. Das war ja früher, als ich das aufgenommen habe, nur so ein, wie soll ich das sagen, eine Art Patch. Also es war quasi nur draufgelegt mit dem Dingens. Okay, ich friere mir gerade den Arsch ab. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit. Ich dachte jetzt auch schon wieder, hier liegt einer. Super. Ach, da hinten ist eine. Risiko einer Unterkühlung. Okay, es fängt gerade schon an. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Da hinten auf der Anhöhe, da sehe ich keine Häuser gerade. Da war früher aber immer eins. Das war, glaube ich, entweder das Haus des, genau, das Haus irgendwie der Haseninsel oder das Haus des Menschenfeindes, hieß das. Boah, bis da hinten müssen wir es schaffen. Aber wie schnell man hier auch erfriert. Wobei, das kann ich mir wiederum, um ehrlich zu sein, ganz gut vorstellen. Wir müssen es auf jeden Fall in Sicherheit schaffen, bevor wir hier erfrieren. Gefährlich. Ja, und die Rehe scheinen mittlerweile damit klargekommen zu sein. Aber der Mensch ist noch nicht so ganz auf diese Kälte eingestellt. Das wird er auch erstmal nicht. Da hat die Evolution leider noch ein bisschen nachgelassen. Naja, aber das kommt vielleicht noch. So, wir sind ja hier eigentlich in einer Art eiskalten Apokalypse. Also der Sinn hinter dem Ganzen ist. Genau, Hütten am Wasser. Ja, wundervoll. Jetzt sind wir erstmal safe. Ich denke mal, ich werde diese Hütte außerhalb der Aufnahme, beziehungsweise ich werde diese beiden Hütten außerhalb der Aufnahmen plündern. Dann lege ich neue Sachen an und erstmal entsichere. Und danach beginnt dann der zweite Part. Also stellt euch darauf ein und ja, ich freue mich dann auf den zweiten Part. Das ging eigentlich recht schnell. Ich mache die jetzt kürzer und ja. Macht Spaß, auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für das Spiel, dann lasst es mich wissen. Und sobald dieser Modus mit den 30 Tagen rum ist, ja, dann mal gucken, was als nächstes kommt im Spiel. Oder ob ich dann was anderes anfange. Also, bis dann. Ich mache jetzt übrigens so, nur ganz kurz erwähnt, ich mache jetzt übrigens so hin und wieder mal ein Let's Play, wenn ich Lust drauf habe. Also. Das kann ganz spontan kommen, dann kann aber auch lange nichts mehr kommen. Ich will das jetzt so ein bisschen dem Zufall überlassen und nicht YouTube grundsätzlich, ja, wie soll ich das sagen,
erzwungen machen, so wie ich es eigentlich fast 5 Jahre gemacht habe. Das muss ich jetzt mal ganz offen zugeben. Und der Finger backt da total durch, durch den Griff durch. Irgendwie lustig. Naja, bis zum nächsten Part. Haut rein, euer Ketter sagt Cheerio und wie gesagt, morgen irgendwann sollte der nächste Part kommen, hoffentlich. Also bis dann. Tschüss.